Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Rohstoff-TV heute für Sie in Liechtenstein. Und ich freue mich sehr, wir sind heute bei der Incrementum AG, einer der Top-Rohstoffmanager hier in Liechtenstein. Und bei mir ist der Ronald Stöferle, der Fondsmanager des Fonds. Ronny, schön, dass du da bist. Vielen Dank, Servus, dass du dir Zeit genommen schön, hast. Schön, dass du gekommen bist. Bevor wir natürlich in unser Lieblingsthema Gold und Silber einsteigen, würde mich interessieren, deine Sicht als Finanzprofi, als Fondsmanager. Es gibt sehr viel Irritation europäischer Bankensektor, Deutsche Bank. Ja, vielleicht wackelt nicht, aber strauchelt. Wie ist deine Einschätzung? Wie habt ihr das erlebt, die letzten zwei Wochen? Die Nervosität ist enorm groß. Hat sich zuletzt ein wenig verringert, aber dennoch, also wenn man sich, egal ob man sich CDS, also Credit Default Swaps ansieht, ob man sich diverse Stressindikatoren anschaut etc., hier merkt man einfach, dass, ich würde noch nicht sagen, Panik im Markt ist, aber sehr, sehr große Nervosität herrscht. Mhm. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben am Aktienmarkt den schlechtesten Jahresstart der Geschichte gehabt. Aber katastrophal eigentlich, ne? Wir haben seitdem eigentlich noch keine riesige Erholung gesehen, einen kleinen Bounce, aber jetzt nichts Erwähnenswertes. Und wie gesagt, wenn Unternehmen wie eine Deutsche Bank einmal in Frage gestellt werden und wenn die Deutsche Bank offiziell sich melden muss per Pressemitteilung und sagen muss, nein, wir können unsere Bonds schon bedienen, das ist kein Problem, dann merkt man schon, dass da vieles im Argen ist. Und wie heißt es so schön, never believe anything until it has been officially denied. Ja, also genau. Also hoffnungsvoll kein Lehman 2.0, weil das wäre, glaube ich, katastrophal. Natürlich, ja, wenn man sich die Dimensionen anschaut, Stichwort natürlich das Derivatebuch der Deutschen Bank, aber es ist nicht nur die Deutsche, es ist ähnlich, es gilt auch für die Sogchain, für die portugiesischen Banken, die kaum erwähnt werden im Moment, auch natürlich die griechischen Banken, wo die Probleme jetzt nicht unbedingt gelöst sind, dann erkennt man schon, dass es hier systemisch einfach riesige Probleme gibt. Ja, eine Bank ist ja eigentlich latent insolvent. Ja. Wie es so schön heißt, also rein systemisch gesehen, kann die Nervosität im Markt natürlich relativ schnell zu einem Bankrun führen und dann ist auch ein riesiges Unternehmen mit langjähriger Geschichte wie die Deutsche Bank von einem Tag auf den anderen wirklich in großen Problemen. Insofern denke ich, dass uns diese Themen noch weiter beschäftigen werden. Ich glaube nicht, dass es wie 2008 kommen wird, aber es gibt schon sehr, sehr viele Analogien. Ja, okay, 2008 haben wir gesehen, Lehman-Krise, Gold und Silber sind danach richtig hochgegangen. Wir haben seitdem eigentlich Zinsen, die überhaupt nicht mehr der Rede wert sind, nämlich null. Wir haben Negativzinsen für die meisten, Geldaufbewahrung bei der Bundesbank, sprich die Banken, die haben es noch nicht alle an alle weitergegeben, aber wie siehst du jetzt auch, ich weiß, eines deiner Lieblingsthemen, das Inflations-Deflations-Szenario. Haben wir denn jetzt Anzeichen, dass sich was ändert? Hauen die Zinsen jetzt irgendwann einmal durch und kriegt man wieder, ich will jetzt nicht von einer Hyperinflation sprechen, aber kann es sein, dass es wieder losgeht oder was ist deine Einschätzung da? Ich denke, dass wir in den letzten Monaten einen extrem stark deflationären Druck hatten. Ja? Also wenn wir uns die breiten Geldmengen ansehen, dann erkennt man einfach, dass dieser Geldmengenmultiplikator so nicht mehr funktioniert. Die Banken haben einfach Probleme, Kredite zu vergeben. Es gibt eine gewisse Sättigung. Es gibt Probleme natürlich auch regulatorischer Natur. Das heißt, dieses System, das süchtig ist nach zunehmender Geldmengeninflationierung, das stockt im Moment. Ja. Und das hat sich kulminiert natürlich am Beispiel der Rohstoffe. Hier kommt eben aus China sehr, sehr starker deflationärer Druck. Wir können das ablesen an den Energiepreisen, an allen Soft Commodities, an den Industriemetallen natürlich, aber natürlich auch an den Edelmetallen. Ja. Und nun scheint es, als wäre die deflationäre Panik, die sich da in den letzten Monaten manifestiert hat, als wäre die schon extrem. Und interessanterweise hat unser Inflationssignal vorletzte Woche am Freitag zum ersten Mal seit vielen Monaten steigende Inflationsraten angezeigt. Holla. Das heißt, für uns ganz zentral ist der US-Dollar. In einem Umfeld, wo der US-Dollar so stark ist, sehen wir tendenziell deflationären Druck. Jeder hat natürlich gedacht, dass die Amerikaner jetzt vor dem großen Zinserhöhungszyklus stehen. Ich kann mich erinnern, wir haben in London im Dezember darüber gesprochen. Genau. Ich habe gesagt, das haben wir beide nicht geglaubt. Ja, es wird der kürzeste und schwächste Zinserhöhungszyklus in der Geschichte der Federal Reserve sein. Ja, so schaut's aus.
Also der Markt glaubt nicht mehr, dass 4 Zinserhöhungen heuer kommen. Er hat das eigentlich komplett ausgepreist. Und es wird auch etwas, von dem wir schon seit langem sprechen, nämlich negative Zinsen in den USA, wird auch immer mehr zum Thema. Und ich glaube, das sind alles Faktoren, die doch die Verzweiflung seitens der Notenbanken zeigen. Und unserer Meinung nach hat der Dollar gedreht, er hat einen Top ausgebildet. Das sehen wir beispielsweise daran, dass Gold jetzt auch auf Dollarbasis performt, nicht nur auf Euro-Basis, Kanadier-Dollar, australischer Dollar, wie in den letzten Jahren beispielsweise. Und wir sehen auch, dass sich die Emerging Markets eigentlich ganz schön stabilisiert haben. Das heißt, unser Call ist, dass wir auf Sicht der nächsten Wochen und Monate tendenziell steigende Inflationsraten sehen werden, dass die Notenbanken komplett am falschen Fuß erwischt werden, nachdem sie natürlich immer nur die Daten im Rückspiegel ansehen. Und dass etwas wie Stagflation ein Szenario ist, das für ein herkömmliches, traditionelles Portfolio der sogenannte Pain Trade ist. Also darauf hat sich niemand vorbereitet, nachdem es auch Stagflation im Sinne der traditionellen ökonomischen Denkschulen gar nicht möglich ist, aus Sicht der österreichischen Schule. Ja, aber wir sind mittendrin eigentlich. Wir sind mittendrin, man muss nur nach Brasilien schauen beispielsweise, Russland, massive Stagflation und wir hatten Stagflation in den 70ern. In den USA. Europa auch teilweise, aber das wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Ja. Vor allem, weil natürlich der Ölpreis jetzt sich scheinbar stabilisiert hat und weil wir aufgrund des Basiseffekts auf Sicht der nächsten Monate einfach steigende Inflationsraten sehen werden. Ja. Lass uns mal kurz auf deinen Fonds kommen. Ich erinnere mich, wir haben uns in London unterhalten, Anfang Dezember hast du gesagt, ihr habt sehr viel Cash gehalten, ihr habt einfach gewartet. Jetzt haben wir gesehen, viele Minentitel sind angesprungen, die Märkte springen an. Max Silver zum Beispiel hat heute Morgen bekannt gegeben, 65 Millionen Dollar Board-Deal. Sensationell, also das Geld kommt in die soliden und tollen Sachen. Seid ihr jetzt auch wieder mehr am Aufstocken schon gewesen? Wie seid ihr positioniert? Genau, wir stocken gerade im Moment auf, warten da vielleicht noch auf einen kleinen Rücksetzer. Es ist natürlich alles schon ziemlich überkauft, aber was man auch ganz klar sagen kann, ist, dass die Dips, also sobald es da kleinere Korrekturen gibt, die werden gekauft. Und es gibt, glaube ich, viele, die auf der Seitenlinie warten und da einfach rein möchten, denen vielleicht die Kursbewegung der letzten Wochen zu explosiv war. Ja. Aber da passiert schon einiges. Plus, es waren auch die Quartalszahlen überraschend positiv. Die Unternehmen haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht, haben die Kosten gesenkt, sind effizienter geworden, haben wirklich viele Projekte abgeschrieben und insofern ist meiner Meinung nach der Hebel auf einen steigenden Goldpreis wesentlich höher als noch zuvor. Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, dass praktisch niemand im Minensektor allokiert ist. Genau. Ja. Also ich glaube, der Hui hat jetzt eine Market Cap von 65 Milliarden Dollar, also das sind Peanuts. Ja. Genau. Super. Also Minen positiv, das kann man so sagen wohl. Kurzes Fazit oder Aussage zu Gold und Silber. Jetzt sind wir bis 1265 gelaufen im Gold. Silber war, glaube ich, kurz vor der 16, wenn ich es recht im Kopf habe. Wir haben jetzt so einen kleinen Pullback gehabt, aber auch da erstaunlich kräftig, relative Stärke, unglaublich. Yeah. Wir haben uns sehr stark erholt. Wie siehst du das jetzt? Gehen wir nochmal auf 1100 oder drunter, so als letzten Washout, ich kann es schon immer hören, oder laufen wir jetzt wirklich dann doch einmal langsam aber sicher richtig los? Schwer zu sagen. Meiner Meinung nach haben wir den Boden gesehen, also wir haben die Lows markiert. Ich denke rein saisonal. Beginnt jetzt eher eine schwächere Phase für den Goldpreis. Mhm. Wenn ich mir den Commitment of Traders Report anschaue, stimmt mich der beim Gold nicht unbedingt zuversichtlich, beim Silber eigentlich sehr negativ. Man darf auch nicht vergessen, dass das Gold-Silber-Ratio massiv angestiegen ist. Also wir sind da jetzt aktuell bei 80. Ja. Und das zeigt schon, dass wir vermutlich erst am Beginn eines neuen Bullenmarktes sind beim Gold. Normalerweise muss es so sein, dass das Gold-Silber-Ratio fällt, sprich Silber-Gold outperformt. Ja. Das sehen wir noch nicht, weil natürlich auch die industrielle Nachfrage jetzt noch nicht wirklich anzieht. Ja. Mhm. Aber alles in allem denke ich, dass es ein sehr, sehr gutes Jahr wird für unseren Sektor, sage ich einmal, dass das Chance-Risiko-Profil exzellent ist und dass es nach wie vor eine Contrarian
Idee ist. Mhm. Ja, und ich glaube, gegen den Strom zu schwimmen ist nie eine schlechte Idee, absolut, speziell wenn sich der Strom in Richtung Wasserfall vielleicht bewegt. Genau, und vielleicht auch euren Fonds anschauen. Natürlich, ja. Ich darf das ja sagen. Natürlich, ja. Super. Ronny, ich sag mal vielen lieben Dank für deine Ausführungen. Ich freue mich auch. Wir sehen uns auf der Deutschen Rohstoffnacht am 15. April. Genau. Da wirst du unser Top-Redner sein. Ich bin schon sehr gespannt drauf. Freue mich auch schon. Und dann auch in Wien, kurz zwei Tage vorher. Gold und Silver Night. Ja, genau, richtig. Wir werden es krachen lassen. Ich danke dir vielmals, euch toi 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 für euren Fonds, dass ihr das richtige Händchen habt. Die Performance spricht für sich, glaube ich, bei euch. Und wir werden wieder ein paar Updates dieses Jahr noch fahren. Super. Danke, Jochen. Danke dir. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war Ronald Stöferle, Fondsmanager bei Incrementum. Verantwortlich für den Rohstoff- und Aktienfonds hier. Sie haben es gehört, Inflation, Stagflation ist das große Thema und man kann sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ronald sagt natürlich richtig, es ist der Pain Deal, also der Schmerzensdeal, den man haben kann als Anleger. Aber auch hier kann man durchkommen. Physisches Gold und Silber ist immer ein Thema. Der Incrementum-Fonds ist ein Thema, wo man sich mit Sicherheit anschauen kann und darf mit Top-Fondsmanagern besetzt, Top-Experten besetzt. Aber was viel wichtiger ist, wir dürften die Durststrecke bei Gold und Silber hinter uns haben. Minenaktien kommen, sie sind angesprungen. Vielleicht gibt es noch eine kleine Korrektur, das mag sein, aber in die Schwäche hinein ein paar Limite zu platzieren, ist vielleicht kein Fehler. Achten Sie auf Qualität, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Tschüss aus Liechtenstein, vielen Dank fürs Zuschauen.